Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Und da gehen direkt die Sterne nieder hier. Ja moi, da legst du die nieder. So, schön, dass ihr wieder dabei seid, habe ich glaube ich schon gesagt. Ich meine, ist aber auch wirklich so. Star in a Bottle, was können wir damit denn nochmal machen? Can be placed. Okay, was ist jetzt an dem Ding so toll? Warte, kann ich den hier einfach mal irgendwo hinlegen oder was? Ah, da hängt das Ding jetzt. Okay, ist einfach nur eine schicke Lampe. Ich glaube, ich mache da trotzdem lieber wieder Jester's Arrows draus. So, ich könnte den Lucky Horseshoe noch hiermit verbinden. Das mache ich allerdings nicht. Da sind mir die Sachen doch ein bisschen zu schade dafür. Was ich jetzt gerne mal nachschauen würde, ist, wir haben doch bestimmt noch, ja, einiges an Platinum hier. Wir haben doch bestimmt auch noch, oh, 2 Moonglows nur. Das ist aber wenig da, das ist aber wenig. Wenig ist das da, wenig. ja, ich brauche Wasser. Wasser, ich brauche Wasser, Hilfe. Ja, ich bin halt in der Wüste, Leute. Bevor ich hier verdurste. Und oh, ist es nicht schön, dass wir jetzt endlich ein bisschen schneller rennen können. Und ich glaube, ich bin an dem Wasser schon vorbeigerannt. Aber hey, ich bin jetzt so mega schnell. Da kann ich mir das mal leisten. So, moin Zombie. Wie siehst du denn aus? Wie sah der denn aus, Leute? Der hatte doch irgendwie mal wieder eine Special-Verkleidung. Aber frag mich nicht, was genau das darstellen sollte. Aber er war bestimmt hübsch. Ja, bestimmt war er das. So, es ist so geil, wie hoch wir jetzt jumpern können, ey. Boah, da kommt Freude auf. Endlich ein paar geile Items hier gefunden. So, jetzt muss ich nur noch... Ach, jetzt brauche ich doch noch ein Glas. Zack. Denn das muss ich hier raufstellen am besten. So, damit wir dann hier Tränke craften können. Was ist das denn? Green Thread. Wofür ist das denn gut? What? Da entdeckt man noch neue Sachen. Ah, für Hero Outfit. Und für Green Sudoku can be placed. Interessant. Also für das Hero Zeug braucht man das. Hm, ja. Scheiß doch der Hund drauf, würde ich mal sagen. So, was brauche ich denn noch für den Spelunker? Ich dachte, ich brauche nur noch den Moonglow und Dingens. Oder brauche ich da etwa noch die Blinkroots für? Platinum, Spelunker. Ah ja, Blinkroots. Oh Mann, ich klicke andauernd daneben. Und dann schieße ich. Habe ich denn hier Blinkroots schon eingesammelt? Oder habe ich die schon wieder nicht mitgenommen? War das hier überhaupt? Es gibt es doch nicht, dass man hier andauernd akuten Blinkroot-Mangel hat. Waterleaf hatten wir hier. Aber bei bestem Willen sehe ich keine Blinkroots hier. Och Mensch, die Teile hat man doch sonst immer ohne Ende. Okay. Dann lasst uns hier mal eben kurz runtergehen. Ja, ich brauche auf jeden Fall ein paar Spelunker-Potions zumindest, denn ich würde gerne nochmal mit euch ins Untergrund-Schneebiom gehen. Ich habe nämlich noch immer die Hoffnung, dass wir vielleicht den Blizzard in eine Bottle finden und uns dann vielleicht dieses Item mal herstellen können, was wir auch noch nicht kennen bisher. Oder sagen wir es mal so, was wir zwar schon kennen, oh Gott, nerv mich nicht, aber, wow, Vorsicht, aber was wir noch niemals uns zusammengecraftet haben. Sprich, wir haben das Item noch nie besessen im Let's Play. Und ich möchte euch natürlich ein bisschen was präsentieren hier, auch mal ein bisschen neue Sachen vielleicht, falls ich dann dazu mal imstande wäre. Wow, da oben war noch eine ganz schöne Menge Amethysten gerade, oder Saphire, ich bin mir gerade nicht sicher. Das gibt's doch schon wieder nicht, dass hier keine verdammte Blinkroot wächst. Ey, ansonsten wachsen die ohne Ende, egal wo man ist, Blinkroot, 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 da ist eine immerhin. Und die ist sogar, na, wie will man sagen, reif, heißt es ja wohl nicht. Aber sie gibt uns Blinkroot Seeds, ja. Da haben wir jetzt ein paar Blinkroot Seeds. Wow, wir haben Blinkroot Seeds, wir sind reich. Wir sind ein reicher Mann.
So, wie sieht's hier aus mit Blinkroots? Skeletor, du kannst dich mal eben verpieseln. Ah, Blinkroots, kommt schon. Zumindest noch eine zweite hätte ich gern. Und dann müssen wir die Seeds halt irgendwie mal irgendwo auslegen. Okay, hier im Wasser werden die auf jeden Fall nicht sein. So viel kann ich schon mal verraten. Na komm. Runter mit dir. Rein in die gute Stube. Oh Mann, ey. Also, rein theoretisch müsste ich hier ja eigentlich auch mal einen Höllenfahrstuhl mir bauen. Ansonsten dauert das so alles immer 100 Jahre, bis wir hier mal in die Hölle kommen. Aber, ich weiß ja nicht. Oh, gar keinen Bock, ey, hier auch noch wieder einen Höllenfahrstuhl zu bauen. Das dauert so lange. Aber, ja. Man, naja, man braucht es nicht, aber es ist schon von Vorteil, finde ich. So, guck mal, hier oben waren wir zum Beispiel auch noch gar nicht. Wow, Vorsicht, der Pfeil kommt. Zack, kaboom. Hier gibt es auf jeden Fall auch noch die Glowing Mushrooms. Die brauchen wir aber irgendwie nicht. Boah, also gleich gehe ich hier mit einem Spelunker weiter, ey. Ist mir dann auch egal. So, hier haben wir uns auch auf jeden Fall schon mal ordentlich durchgegraben. Da haben wir sogar wieder eine kleine Lavaquelle. Zack, ey. Hangel dich doch darüber. Die Schildkröte ist in die Lava gefallen. Aber das macht hier gar nichts. Die Schildkröte ist immun gegen Lava, ey. Die kann das ab. Das ist eine richtig harte Schildkröte, Leute. So, den Farbstoff, da habe ich gesehen. Aber der hat mich nicht interessiert. So, was ist hier los? Mother Slime am Start. Und da kommen die kleinen Drecksblagen raus. Für die sich keiner zuständig fühlt. Boom, boom, boom. Und schon sind sie tot. Ach so, present. Ja, stimmt ja. Pine Tree Block. Oh, Pinien. Bäume gibt es jetzt scheinbar auch. Das sind dann wohl die Tannen hier. Hier ist keine. Oder nee, wir haben sie wahrscheinlich schon abgefarmt. Hier war wahrscheinlich eine Truhe. Au! Assi! Ah, da ist eine Blinkroot. Jetzt hätte ich fast vergessen, dass ich ja die Blinkroot mitnehmen wollte. Nun denn, teleportieren wir uns mal eben schnell nach oben. Was kann ich denn mit diesen Pinienbäumen machen? Wo ist denn der Jacob schon wieder? Das gibt's doch nicht. Ah, Mann, 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 wo er immer hinrennt. Oh. Also haben sie doch nochmal... Oh! Tür. Share. Und den Tisch. Vielleicht kann man... Ah, guck mal, da ist sogar so ein Kranz dran. Vielleicht ist der ja gar nicht mal so verkehrt, wenn man das für Harry benutzt. Für den Baum, den wir da haben als Wohnung. Ich glaube, ich kann hier eigentlich spoilern. Also, was heißt spoilern? Ich glaube, ich kann hier gerne ruhig erzählen. Wenn ich was in der anderen Welt, was ich da so für Häuser habe. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, oh mein Gott! Wieso verrätst du das denn, Grants? Wieso? Wieso nur? Ja. Deswegen sollte man immer von dem Dingens weggehen, wenn man eigentlich fertig ist mit dem ganzen Krimskrams. So, jetzt haben wir den Spelunker. Lasst uns jetzt erstmal Richtung Eisgebiet gehen. Oh, wir sind so schön schnell. Diesmal kommen wir da echt zügig an. Aber das war schon wieder die letzte Blinkroot, die wir hatten. Guck mal, wie viele Waterleaves hier alleine wachsen. Also Waterleaves hätten wir jetzt wahrscheinlich unser Inventar schon komplett gefüllt. Aber hey, ich will ja nichts sagen. Ich will ja überhaupt nichts sagen, ne? So, ich bin wirklich gespannt. Wow, das war ein tiefer Sturz. Bin wirklich gespannt, ob wir Glück haben. Wir gehen auf jeden Fall eine andere Route als letztes Mal in den Untergrund rein, würde ich sagen. Oh, das Häschen, das ist so süß. Oh, Schwein gehabt. Nur weil ich so gut zielen kann, dass ich praktisch genau hinter den Hasen gezielt habe. Das war natürlich so geplant, meine lieben Freunde. Und jeder, der was anderes behauptet, wird hier in den Kommentaren von mir höchstpersönlich verprügelt. Ah, die gute alte Corruption. Also, durch eine Corruption musst du gehen, 7 Soul Eater überstehen und dann bist du hoffentlich im Eisgebiet. Oh moin, ich bin hier oben drauf gesprungen. Und da kommt schon der Schnee hinunter. Passend zur Weihnachtszeit ist das natürlich das Biom, in das wir gerade wollen. So, wo ging es jetzt hier rein? Moment.
Auf der Karte können wir sehen, ich bin hier. Hier direkt runter. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach hier hinten. Und graben uns dann dort runter. Was soll das für einen Sinn haben? Nun ja, ich will nicht das gleiche Gebiet nochmal durchkämmen, denn dort sind wir nicht fündig geworden. Kein Blizzard für uns. Das war natürlich schon ein bisschen schade, aber kann man natürlich nicht ändern. Ich weiß auch nicht, warum ich in letzter Zeit so gerne schade sage. Ist irgendwie so eine kleine Macke. So, was sagt die Map? Die Map sagt, geh mal noch ein Stückchen, Grants. Geh mal noch ein Stückchen weiter. So, obwohl hier könnte ich mich jetzt runtergraben, ne? Eigentlich schon. Das hier ist ja nur eine kleine Höhle, leider. Haha, den Iceman haben wir gekillt. Slime Banner hat er sogar gedroppt. So, meine werten Freunde, wir graben uns hier runter. Und wenn wir dann ein bisschen tiefer sind, dann können wir gerne... Ich habe das Gefühl, diese Scheiß-Spitzhacke ist so mega lahm. Wenn wir erstmal die Drills haben, ey, da geht das aber ab wie Schmitz Katze. Doch da rechts, was sehen wir denn da rechts schon jetzt direkt? Da ist doch irgendwie auf jeden Fall was erleuchtet. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Oh, Dämonenaltare. What the hell? Was ist hier denn los? Warum sind hier so viele von diesen Dämonenaltaren? 5 Stück? Das ist aber sehr merkwürdig, oder Leute? Nun denn, ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier hin. Nein. Wo habe ich die... So, manchmal bin ich doch auch blöd, oder? Tut mir so leid, Leute. Tut mir so leid. Wo habe ich denn den Spelunker-Potion hingelegt? Den habe ich ernsthaft hier reingelegt? Oh Gott, ich mache die Folge ein bisschen länger, Leute. Das gibt's doch nicht. Wieso passiert mir sowas immer? Ich mache so eine Scheiße nicht mit Absicht. Boah, ich bin nicht geboren fürs Let's Playen. Ich weiß auch nicht, ich laber und laber und laber und dann schalte ich mein Gehirn scheinbar immer ein bisschen aus. Manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr, so wie es aussieht. So, ich überlege gerade was... Wow, voll dagegen gecrashed, ey. Was wir noch so gebrauchen könnten. Diese beiden Speed-Dinger, die fehlen uns ja auch noch. Einmal das ganz normale und einmal das aus dem Dschungel. Boah, das aus dem Dschungel. Der hat ja nicht... Nein! Nein! Oh Gott! Oh mein Gott, ey. Ich pack mir gerade selber an den Kopf und denk mir, was machst du hier eigentlich? Die Slimes sehen auf jeden Fall sehr süß aus, ist mir gerade mal aufgefallen mit ihrer Schleife. Die haben sich schon schick gemacht, haben sich schon für Weihnachten passend gekleidet, Leute. Wie feiert ihr eigentlich Weihnachten? Seid ihr so eher der Familienmensch, der denn mit der Familie zusammensitzt oder... Geht ihr in die Kirche? Würde mich mal interessieren, wie ihr so Weihnachten verbringt. Julia und ich fahren am Montag zu meinen Eltern nach Hannover. Dann sind wir Heiligabend bei meinen Eltern. Die machen schönes Weihnachtsessen. Und dann fahren wir am zweiten Weihnachtstag, fahren wir dann wieder zurück nach Hause. Und sind dann am Abend bei Julias Eltern eingeladen. Auch da gibt es dann das schöne Weihnachtsessen. Und dann am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es hier bei uns zu Hause noch eine kleine Feierlichkeit, wo wir dann mit, ja, so 6, 7 Mann sind wir dann hier. Und da wird Julia dann kochen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf, weil sie ist ja Köchin und oh, es ist einfach so toll. Sie kann so gut kochen. Das glaubt ihr gar nicht. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon wirklich riesig drauf. Das ist das erste Mal, dass sie hier so ein Weihnachtsgericht zaubert, wo ich dabei bin. Ich weiß nicht, ob sie das schon mal gemacht hat, also... In der Zeit, wo ich jetzt mit ihr zusammen bin, inzwischen sind es ja schon fast 3 Jahre, hat sie bisher noch nicht gekocht an Heiligabend. Deswegen bin ich mal wirklich, oder was heißt an Heiligabend, ist ja egal, aber generell zur Weihnachtszeit hat sie noch nicht gekocht. Deswegen bin ich mal gespannt, was sie da zaubern wird. Ich glaube, es wird irgendwie Hirsch geben. Und ja, ich lasse mich überraschen. Wird bestimmt auf jeden Fall ein richtig pornös, kann ich euch sagen. So, wir sind wieder hier und ich habe euch ein bisschen was aus meinem... Alltag erzählt, falls es irgendwen interessiert. Nein, diesmal wollte ich auch nicht hierhin, aber diesmal habe ich immerhin den Spelunker hier mit am Start und dann, ah ja, schaut mal hier, haben wir diesmal auch ein kleines Höhlensystem, wow, wo wir vielleicht gar nicht mal so viel graben müssen, zumindest anfangs nicht, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. So, na komm, da wollen wir mal hier hoch.
um zu schauen, was dort oben noch so ist. Ah, okay, aber auch nur nochmal so eine kleine, aber feine Dingens. Hopp, hopp, hopp. Diese blöden Vasen. Die eine Vase ist mir gerade mal scheißegal, würde ich sagen. So, okay. Gehen wir weiter nach hier rechts. Also, ich lasse mich gerne überraschen. Und am liebsten natürlich von einer Kiste. Das ist natürlich klar, denke ich mal. So, da hatten wir einen Icy Slimy. Icy Slimy. Der kleine Slime möchte bitte aus der Spielabteilung abgeholt werden. Er hat sich in die Hose geschissen. Oh Gott, das ist bestimmt der Traum eines jeden Elternteils, dass es das Kind aus diesem Spielbereich abholen muss. Da will man mal ein bisschen seine Ruhe haben, will man mal ein bisschen shoppen gehen, ey, und dann fängt das Blag wieder an zu heulen. Nur weil es unfähig ist. Ja, ich kann manchmal auch böse sein. So, zack, zack. Hier drüben, ey! Grab dort ab hier, ich muss da durch, ich werde Arzt. Na, da drüben ist aber auch keine Kiste. So, und da links sieht es mir so ein bisschen so, als ob da vielleicht wieder eine etwas größere Höhle wäre. Aber es ist nichts da, was irgendwie interessant sein könnte. Weder eine Vase, noch eine Truhe oder so. Ich weiß, dass wir eine Viertelstunde voll haben. Ja, ich werde aber nochmal so 5 Minuten machen oder so, weil ich ja auch eben so ein bisschen gefailt habe. Das ist ja ein bisschen doof. Sonst für euch auch. Ihr sollt ja ein bisschen Spaß haben, ne? Zumindest so ein bisschen Spaß gönne ich euch ja auch, ne? Soll ja nicht stressig sein, meine Folgen zu schauen, sondern ihr sollt ja denken, wow, geil! Terraria mit Grandstone, da geht mir aber einer bei ab. Ah, Mann. Ich weiß, ich bin verrückt. Alter, kann das mal kaputt gehen? Sonst geht's immer kaputt. Okay, warte, wir können es auch manuell zerstören. Wenig Gegner hier unten wieder, Mann, ne? Ich weiß auch nicht, irgendwie, wenn wir im Untergrund gehen... Es ist zu verlockend, mal nach da rechts zu schauen. Jetzt ist es natürlich nicht mehr hell, aber okay, ist nur eine Vase. Wir gehen aber trotzdem mal dahin, weil das sieht mir so ein bisschen so aus, als ob da vielleicht ein bisschen größere Räume wären. Ich sollte vielleicht die Auflösung einfach noch mega hochstellen, dann kann ich ja viel mehr sehen, glaube ich. Das wäre natürlich auch geil, um Items abzufarmen. Wow, was macht denn der Slimy da? Ah ja, da ist eine goldene Truhe. Siehst du wohl, immerhin haben wir eine goldene Truhe schon mal erwischt, aber... Ich würde gerne nochmal hier runter. Ah, es geht ja schon wieder nicht. So, um zu gucken, was es da so gab. Okay, sind meistens eh nicht so geile Items, aber ey. Hauptsache mitnehmen. Hauptsache haben, sag ich mir immer. Der Jäger und Sammler in mir schlägt da wieder zu. Oh shit. Vorsicht, Sand. Der Jäger und Sammler schlägt da wieder zu. Ich habe auch letztens irgendwie schon wieder überlegt, ey, soll ich nochmal Diablo 3 zocken? Ah, ich bin eigentlich so ein Diablo-Junkie gewesen. Diablo 2 habe ich so mega heftig gesuchtet, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ah, Diablo 3 ist irgendwie... Ich habe mir zu viel erhofft. Wahrscheinlich waren meine Ansprüche zu hoch. Aber ja, weiß auch nicht. Wir machen einfach mal Loot All. Habe ich da ein paar Archery-Potions gefunden. Sehr schön. Die Golden Chest können wir gerne mitnehmen. Und dann gehen wir hier runter. Und da unten... Was? Bunny, the party girl has arrived. Yeah, willkommen bei uns in der Siedlung, Bunny, the Party Girl. Leider nicht so ein geiles Party-Luder wie die Paris. Wenn ihr versteht, was ich meine. Die hat sich ja bei Harry eingenistet. Knick-knack, da geht so einiges, kann ich euch sagen. Da kann ich euch ein paar Storys erzählen. Oh, wow, stirb, du elender Slime. So, unsere Spelunker-Pushin, der gibt auch langsam den Geist auf. Ich würde mal sagen, wenn der dann... kaputt ist. Was heißt kaputt? Wenn der dann leer ist, dann könnten wir... Oh, guck mal, da unten ist noch ein dickes Höhlensystem. Aber es ist auch überflutet. Sehe ich das richtig? Ist auch überflutet. Shit, shit, shit. Warte mal. Jetzt muss ich irgendwie mir mal ein bisschen... Muss ich irgendwie mal ein bisschen für Luft sorgen. Na komm. So. Geh doch. Wo gehen wir jetzt lang? 30 Sekunden haben wir noch. Vielleicht sehen wir hier irgendwo... Oh ja, da links ist noch ein Höhlensystem. Dann bin ich zumindest das scheiß Wasser hier schon mal los. Das kommt mir eigentlich doch recht gelegen. So, komm schon. Und zack. Hangel dich einfach mal nach da oben, mein lieber Wilhelm. Der Wilhelm-Scream. Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht nochmal den Blizzard finden. Es wäre so geil. Ich möchte dieses Item einfach mal ausprobieren. Ich habe es noch nie besessen. Denn, wie ihr ja wisst wahrscheinlich, ich spiele Terraria immer nur mit euch. Ich spiele Terraria eigentlich nie selber, deswegen
werde ich auch nie besser, weil ich wirklich immer nur die Zeit in Terraria verbringe, wo wir eben zusammen spielen. Ja, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie tief ich hier noch graben soll, bevor ich mir dann mal wieder den Spelunker reinballer. Aber ich mache auf jeden Fall vorher einen Cut. Ah ja, siehst du, hier ist ein schönes Höhlensystem. Naja, schön ist relativ und Höhlensystem ist ebenfalls relativ. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.